An diesem Abend fühlt sie sich sicher. Alejandra Ancheta, Gründerin von Prodesk in Mexiko. Der Martin-Ennals-Preis wird an mutige und gefährdete Menschenrechtsaktivisten vergeben. Wer in Mexiko für die Rechte anderer eintritt, lebt gefährlich. Wir haben allein in diesem Jahr im Zuge einer nationalen Studie 309 Angriffe nur auf Menschenrechtsaktivistinnen dokumentiert. 309 attacks only against female human rights defenders. Ihre Organisation unterstützt unter anderem indigene Gemeinden dabei, ihre Landrechte gegenüber multinationalen Konzernen einzufordern, die im Süden Mexikos große Windparks errichten. Doch die Bevölkerung leidet vor allem unter den Drogenkartellen, die das Land terrorisieren, unter korrupten Politikern und Polizisten. Allein in diesem Jahr gab es über 7000 Mordopfer im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Mexiko hat ein großes Problem mit Korruption und fehlender Strafverfolgung. Die Regierung muss endlich begreifen, dass Worte alleine nicht genügen. Rhetoric, it is not enough. 90% aller Verbrechen werden nicht vom Staat verfolgt. Wer sich weigert, für die Kartelle zu arbeiten, wird oft selbst zum Opfer. Tausende haben sich in Bürgerwehren zusammengeschlossen. In Teilen des Landes arbeiten sie sogar ganz legal, auch wenn die Regierung das nur vorübergehend zulassen will. Es sieht so aus, als hätten die Menschenrechte keine Chance in Mexiko. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das nicht nur ein Thema für die Gerichte ist. Die andere Säule der Menschenrechte ist, und es ist sehr wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass sich die Leute selbst organisieren und für ihre Rechte eintreten. Das ist eine Bürgerpflicht. In Mexiko werden bis zu 26.000 Menschen vermisst. Seit kurzem gehören auch die 43 Studenten von Iguala dazu. Angeblich wurden sie auf dem Weg zu einer Demonstration von der örtlichen Polizei verhaftet und an Kartellmitglieder übergeben. Drei festgenommene Drogenhändler sagten aus, dass sie die Studenten auf eine Müllkippe gebracht, erschossen und dann verbrannt hätten. Am Wochenende wurde einer der Studenten identifiziert. Society in Mexico is just tired of this situation. Die mexikanische Gesellschaft ist müde. Es geht nicht nur um die Studenten, es könnte genauso meinen Sohn treffen, meinen Bruder oder meinen Nachbarn. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben erst jetzt begriffen, dass es an uns ist, die Gesellschaft zu verändern, unsere Angst zu überwinden und unsere Rechte einzufordern. Wir haben ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Our rights, because we have the human right to live without violence. Das Schicksal der Lehramtsstudenten hat die Mexikaner wachgerüttelt. Hunderttausende gehen auf die Straße, sie fordern den Rücktritt des Präsidenten, immer wieder brennen Gebäude. Die Menschen in Mexiko haben es satt, von der Politik vertröstet zu werden. Für die Machtelite, die Politiker und Kartelle im Land wird das Schicksal der Studenten zur Bedrohung.